Mein Name ist Leonie Galandi, ich bin 27 Jahre alt und von Beruf Konditormeisterin. Ich habe auch schon immer gerne gebacken. Meine Großeltern haben auch bei uns im Haus gewohnt. Wenn meine Oma mich zum Kindergartenbus gebracht hat und ich mitbekommen habe, dass sie Plätzchen zu Hause backt, dann hat sie mich wieder mit nach Hause genommen. Haben dann ein bisschen Ärger vom Opa bekommen, aber ja, tatsächlich habe ich schon immer mehr gerne gebacken und auch immer schon für Geburtstage in der Familie. Ich habe ja dann erstmal noch ein Studium gemacht nach meinem Abitur, also erstmal Wirtschaftswissenschaften studiert, aber dann mich doch für den Konditorberuf entschieden. Wir sind eine reine Auftragskonditorei. Wir machen Hochzeitstorten, Geburtstagstorten, auch kleinere Sachen, Cupcakes, Macarons, Cakesicles. Dann beliefern wir noch 3 kleine Cafés. Ich bin hauptsächlich in der Backstube tätig. Mache alles, was anfällt rund um die Torten und darf die dann auch letztendlich dekorieren, bis sie abgeholt werden oder wir sie ausliefern. Ich schätze, dass ich hier sehr kreativ arbeiten darf, auch sehr selbstständig. Also ich darf kommen und gehen, wann ich will. Ich darf mir die Tage frei einteilen. Hauptsache, die Aufträge sind fertig, wenn sie fertig sein müssen. Nein, überhaupt nicht. Wir machen die Torten ja dafür, dass sie gegessen werden, sage ich auch immer, weil man kriegt oft als Feedback, die ist viel zu schön zum Anschneiden. Aber das Wichtigste an Torten ist ja auch, dass sie schmecken. Also dafür sind Torten ja da. Deswegen, sie sollten nicht nur schön aussehen. Es sind beide Punkte, für die wir die Torten ja machen. Einmal für die Optik und einmal für den Geschmack. Und dann freuen wir uns, wenn beides stimmt. Im Moment möchte ich erstmal noch Erfahrungen sammeln in verschiedenen Bereichen und eventuell wollte ich mir auf jeden Fall die Option mit dem Meisterbrief offen halten, dass ich mich selbstständig machen kann. Ich habe früher immer gesagt, wenn ich Rentner bin, will ich ein kleines Café eröffnen. Ich denke, wenn ich in Rente bin, will ich dann auch in Rente sein, also hoffentlich früher. Aber ja, genau, also einfach erstmal schauen, wo es mich hin verschlägt. Ich bin Julia Peetz, bin 25 Jahre alt und bin Dachdeckermeisterin. Meine Eltern haben es mir immer freigestellt. Sowohl mein Papa als auch meine Mama haben beide gesagt, du machst das, worauf du am meisten Lust hast. Von daher war es mir immer freigestellt. Klar, mein Papa hat sich mega gefreut, als ich dann nach dem Abitur gesagt habe, so, ich würde gern Dachdeckerin lernen. Und da ist für ihn so ein kleiner Wunsch in Erfüllung gegangen. Gibt es tatsächlich seit 2 Jahren jetzt schon. Wir haben 2 Auszubildenden, also 2 Azubinen, und die lernen beide Dachdeckerin. Wir sind insgesamt mit Büro und so immer so über 40 Mann, beziehungsweise Frau und Mann. Von daher ein relativ gut aufgestellter Betrieb. Wir haben eine Flaschnerei auch noch zusätzlich und eine Zimmerei zu dem Dachdeckerhandwerk. Von daher können wir eben das Dach aus einer Hand anbieten. Mich fasziniert jeden Tag, dass man immer was anderes macht. Man hat nicht einfach dieses gleiche peu à peu so, sondern man macht jeden Tag irgendwas anderes auf der Baustelle. Man arbeitet im Team zusammen, was mir total viel Spaß macht, weil man einfach kein Einzelgänger ist. Das darf man auch nicht sein. Und auch das Arbeiten an der frischen Luft. Klar, man hat auch Winter, wo es kalt ist, man hat Sommer, wo es heiß ist, aber eigentlich so im Großen und Ganzen, man arbeitet die ganze Zeit unter freiem Himmel und ja, das finde ich, macht einfach mega viel Spaß. Als ich in die Meisterklasse reinkam, war dann schon allen bewusst, wer ich bin, dass ich den Bundeswettbewerb schon gewonnen hatte. Ich war in der Theorie auch relativ gut, konnte denen, die einfach handwerklich stärker waren, konnte ich denen was beibringen in der Theorie. Und ja, so haben wir uns alle ziemlich gut ergänzt. Und die waren auch, also ich habe auch Freunde in der Meisterschule kennengelernt und die haben mich nie einfach so als, naja, als was Besseres irgendwie eingestuft, sondern ich war eine von denen. Also mein Papa möchte so 3 bis 5 Jahren eben in den Ruhestand gehen. Ich gehe jetzt von der Baustelle irgendwann so in einem Jahr, 1,5 vielleicht mal dann weg und gehe einfach mehr ins Büro, dass ich seinen Part im Büro übernehme. Das heißt dann Baustellenleitung, Kundentermine und. Aber jetzt muss ich halt eben meine Erfahrung auf der Baustelle sammeln mit meinen Kollegen zusammen und da lerne ich auch mega viel von meinen Kollegen. Am liebsten bin ich eigentlich auf dem Flachdach. Also ich mache total gern, ja, das Arbeiten mit dem Brenner macht mir total viel Spaß. Aber auch auf dem Steildach, da gibt es auch einfach
es ist anspruchsvoller, das Stalldach, weil jedes Dach so komplett anders ist. Und da ist jedes Detail einfach anders wie bei dem Dach vorher. Und ja, deswegen macht es auch Spaß, da die Herausforderung zu suchen. Aber eigentlich bin ich am liebsten auf dem Flachdach unterwegs und dichte da irgendwelche Anschlüsse ab und so. Das macht mir am meisten Spaß. Ich glaube, alte Dämmung rausmachen mag überhaupt keiner, weil danach kratzt und beißt am ganzen Körper. Aber ja, das gehört halt einfach dazu. Und man ist abends so dreckig, dass man in der Dusche runterguckt und denkt, ja geil, alles braun. Aber ja, dafür gibt es Wasser und Shampoo und dann ist das alles wieder gut am Abend. Ich bin Chiara Theiss, ich bin 25 Jahre alt und ich bin Maßschneidermeisterin. Also ich habe schon ziemlich früh Erfahrung mit diesem Beruf gemacht, da meine Großmutter selbstständige Damenschneidermeisterin war und auch meine Mutter den Beruf erlernt hat. Und so wurde ich ziemlich früh dann schon an das Arbeiten mit Nadel und Faden herangeführt und hatte früh Interesse daran, das dann selber zu erlernen. Ja, es hat mich einfach immer fasziniert, wie aus einem Stück Stoff dann eben ein Kleidungsstück entstehen kann. Und so habe ich dann eben nach dem Abitur dann eben meinen Wunsch, das zu erlernen, dann in die Tat umgesetzt und die Ausbildung zur Maßschneiderin angefangen. Wir hatten viel Schnittkonstruktion, dann eben auch Fachtheorie, eben das Wissen über die Stoffe, über die Fasern, ja die verschiedenen Materialien, die es gibt, dann aber eben auch Betriebsführung, Wirtschaft und Recht, das wurde natürlich dann auch unterrichtet und das Nähen kam dann eben in der Fachpraxis. Genau. Also es gibt gewisse Richtlinien, an die wir uns in der Prüfung halten müssen. Sowas wie Taschen, Kragen, also verschiedene Vorgaben gibt es. Und drumherum ist man eigentlich relativ frei und kann dann eben sich kreativ ausleben. Und ja, dann mussten wir uns ein Model suchen. Ich habe es dann für meine Schwester gemacht und dann eben auch versucht, das möglichst realistisch zu machen, dass sie eben auch mir ihre Wünsche genannt hat und ich sie eben da mit in der Planung einbezogen habe, damit ich das wirklich so mache, dass es eben hinterher auch getragen wird und das nicht einfach nur ein Prüfungsmodell ist. Bei der Erstellung vom Meisterstück hatten wir 80 Stunden Zeit und das Schwierige daran war eigentlich, dass man sich entscheiden musste, wo man die Zeit investiert, weil gegen Ende hin wurde es dann knapp mit der Zeit und man fand dann immer wieder Stellen, die man eigentlich noch gerne geändert hat und dann musste man sich am Ende zufrieden geben, so wie es war und das war eigentlich das Schwierige. Man schaut schon genauer hin, was getragen wird, vor allem auch was die Industrie macht und was da eben nicht so gut läuft. Man wird eben auch, wenn man selber Kleidung kaufen geht, ziemlich wählerisch, weil man eben gute Materialien gewöhnt ist und auch eben genaue oder exakte Arbeiten und das findet man in den Läden eben nicht mehr so. Mir macht vor allem das präzise Arbeiten sehr viel Spaß, diese genauen Handarbeiten. Das mag ich eigentlich am liebsten und dass es eben so vielseitig ist, weil die Mode hat so viele verschiedene Facetten. Und man hat im Prinzip auch nie ausgelernt. Also es gibt so viele verschiedene Dinge, die man machen kann und unzählige Möglichkeiten. Und das ist eigentlich das, was mich an dem Beruf immer so gereizt hat. Da bin ich schon stolz drauf. Ich habe es überhaupt nicht erwartet eigentlich. Ja, aber das freut mich schon sehr.